Hallo, im heutigen Tutorial soll es noch einmal um die Einstellung des GPS per Ucenter gehen. Ich hatte dazu bereits einige Anfragen und auch diverse Klicks in meinem Blog und sehe, dass das Thema doch größerem Interesse entspricht. Also wollte ich dazu noch mal ein Videotutorial machen. Wir öffnen das Ucenter. Das GPS muss natürlich per USB angeschlossen werden. Und können dann den entsprechenden Port auswählen. Ich habe hier ein MultiVie Deluxe Board mit dem 2560er Chip und dort ist das GPS-Modul gleich direkt integriert, also direkt auf dem Board verlötet. Und dadurch habe ich hier halt die Auswahl von zwei COM-Ports. In unserem Fall müssen wir jetzt den COM-Port 12 anwählen und damit ist das GPS aktiviert. Wir sehen dann jetzt hier unten, es ist auf COM 12 mit der Standardbaudrate 9600 verbunden. Und auf der rechten Seite sehen wir auch gleich das Protokoll NMEA. Also nicht das uBlocks-Protokoll, sondern das NEMA-Protokoll. So, nun wollen wir das GPS einstellen und im Prinzip am liebsten hier auf die 57600 und natürlich 5 Hz. Dazu können wir jetzt halt hier unten oben im Menüpunkt unter Configuration View oder Message View diese Einstellungen vornehmen. Ich verwende dazu ganz gerne das Configuration View, weil es ein bisschen übersichtlicher ist. Wir müssen dann den Punkt Port und Rate einstellen. Ich habe das hier schon vorab einmal gemacht. Hier sind jetzt die 57.000 eingestellt. Man kann dann natürlich auch eine andere Baudrate wählen, das ist euch überlassen, aber ich arbeite mit den 57.600. Hier oben sollte das UBX und MEA-Protokoll in und out aktiviert sein. Und bei den Rates können wir halt noch, jetzt fragt er natürlich, ob ich speichern will, weil ich was geändert habe. Sagen wir einmal ja. So, und bei den Rates können wir halt im Prinzip die Herzfrequenz einstellen. Wenn ich hier oben die Zahl umstelle auf 1000, dann haben wir halt ein Herz. Und wenn ich das Ganze wieder umstelle auf 200, dann haben wir halt wieder 5 Hertz. Mit dem Befehl Send können wir die Daten immer halt zum GPS-Modul senden. Dann sind sie erstmal vorab gemerkt. Um das Ganze aber dauerhaft zu speichern, müssen wir oben in dem Feld CFG im Prinzip auf der rechten Seite hier die ganzen Felder aktivieren. Dazu drücken wir Steuerung oder die Steuerungstaste und aktivieren alle Felder. Dann können wir sagen Save Current Configuration. Das entspricht dem, was wir tun wollen, also speichern. Drücken auf Send und nun hat das Modul oder das uBlocks-Modul im Prinzip die neue Konfiguration erhalten. Und schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Wir disconnecten uns, stellen die 57.600 ein, die wir eben eingestellt haben, und verbinden uns wieder. So, und wie wir sehen, sind wir aktiv, aber noch nicht ganz, wie wir uns das wünschen. Schauen wir noch einmal rein. So, jetzt sehen wir halt im Prinzip, dass die neue Baudrate gesetzt wurde und das GPS-Modul jetzt mit 57.600 als Baudrate arbeitet. Ihr könnt auch die zuvor eingestellten Werte abspeichern in einer Textdatei. Dazu klickt ihr auf Tool GPS Configuration, beziehungsweise wenn ihr das neue uBlocks Center verwendet, auf GNSS Configuration. Und dort können wir dann die Datei erstellen, indem wir GPS to File anwählen und
Oben noch die Textdatei benennen. In unserem Fall jetzt 5 Hertz, 57.600 Baud. Und dann klicken wir halt auf GPS to File. Dann fragt er uns, wo wir das Ganze abspeichern wollen. In unserem Fall auf dem Desktop. Die Datei ist bereits vorhanden, weil ich das Ganze schon einmal getestet habe. Also überschreiben wir diese. Und dann wird die Textdatei erstellt. Diese Textdatei, die könnt ihr dann im Prinzip immer wieder einspielen, wenn ihr mal Probleme mit dem GPS habt oder es neu konfigurieren wollt, wie auch immer. Dann könnt ihr halt wieder den Punkt GPS Configuration bzw. GNSS Configuration anwählen, öffnet die Datei auf dem Desktop und klickt dann File to GPS an. Damit hat er dann im Prinzip wieder die neuen Einstellungen übernommen. So, und damit ist jetzt auch die komplette Konfiguration vorgenommen und das Modul hat sich im Prinzip die Einstellungen gemerkt. Wir disconnecten uns jetzt einfach einmal, schließen das komplette U-Center. Ich stecke das GPS einmal an und ab. Und schließe es natürlich dann wieder an. Dann öffnen wir das U-Center einfach wieder und schauen, ob er sich halt mit der zuvor gespeicherten Baudrate von 57.600 verbinden kann. Und das sieht sehr gut aus. Wie ihr seht, kann man halt sehen, das sind 2, 4, 6, 8, 9 Satelliten derzeit vorhanden. Der 3D-Fix besteht bereits und ich sitze bei mir hier im Wohnzimmer, also von daher kann man wirklich sagen, einwandfreier Empfang. So, jetzt müssen wir die ganze Sache noch im MultiVSketch aktivieren. Dazu öffnen wir halt Arduino oder euren MultiVSketch. Ich habe das Ganze eigentlich auch schon einmal vorbereitet. Ach hier. Dann öffnen wir halt den Sketch, wählen dort die Config H aus und stellen das GPS noch entsprechend ein. Um zu dem Punkt schneller zu kommen, gehe ich immer ganz gerne mit der Suche vor. Dazu einfach Steuerung F drücken, GPS eintippen und 2-3 Mal Enter drücken, bis wir zu der GPS Configuration gelangen. Und da sind wir auch schon. So, wir haben ja nun diese 57.600 eingestellt als Baudrate. Also müssen wir die natürlich hier auch dementsprechend ändern. Dann wollen wir das Ganze per seriellen GPS betreiben, ist ja nicht per I2C angeschlossen oder sonstiges, also muss die Define GPS Serial auskommentiert werden. Und hier unten noch der letzte wichtige Punkt, das Protokoll. Ich habe euch ja vorhin schon gezeigt, dass dort unten das NMEA-Protokoll und nicht das UBLOX-Protokoll aktiviert ist. Demzufolge müssen wir das UBLOX hier auskommentieren und das NEMA einkommentieren. Als letzten Punkt müsst ihr dann noch eure MAC-Declination eintragen. Also hier ist aktuell ein Minuswert eingetragen, was sehr komisch ist. Bei mir oder für Fürstenwalde in Brandenburg entspricht dieser Wert 3,33. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach hier mit dem Link für eure Position ausrechnen. So, da ist ein Komma, da muss natürlich ein Punkt stehen. Und jetzt haben wir im Prinzip die Konfiguration soweit vorgenommen. Alle Daten, die wir auch im U-Center eingestellt hatten, sind jetzt auch hier im Sketch eingestellt. Dann können wir das
Board auswählen. Ist in meinem Fall halt das 2560 Arduino Mega. Und der Port ist der COM-Port 11. Auf dem COM-Port 12 lag ja das GPS. So, und dann können wir einmal die ganze Sache prüfen, ob es halt auch wirklich funktioniert hat. Es dauert leider immer Gottes ein bisschen, aber er wird es wohl gleich geschafft haben. Die Kompilierung ist abgeschlossen. Die die Sketch-Größe entspricht halt 32,258 Bytes. Und jetzt könnten wir hier oben auf Upload drücken. Ich mache das Ganze jetzt nicht, weil ich das schon einmal vorgenommen habe. Aber ihr müsst dann halt auf Upload drücken. So, nachdem dann die Konfiguration vorgenommen wurde mit Arduino, können wir das MultiVComf-Tool öffnen. Und dazu muss das Board dann halt auch wieder per GPS angeschlossen werden. Ich muss bei mir einmal abschließen. Hier ist nämlich immer die Reihenfolge entscheidend. Ich muss jetzt als erstes das Board anschließen. Und dann das GPS. Jetzt öffnen wir MultiVComf. Hier wählen wir dann halt auch den COM-Port aus. Wieder die Nummer 11. Klicken auf Read, um die PID-Werte und die AUX-Kanäle lesen zu können. Und starten das Ganze. Und jetzt sehen wir auf der rechten Seite, wir haben einen GPS-Fix. Yippie. Also das Ganze mit 10 Satelliten, wie gesagt, hier im Wohnzimmer ist das wirklich ein Bombenempfang. Ihr solltet jetzt noch halt wie immer die Kalibrierung des RCC vornehmen. Einfach einmal anklicken und der RCC kommt halt seine neue waagerechte Position beigebracht. Und genauso verfahrt ihr auch noch mit dem Kompass. Einfach einmal anklicken und den Kopter um 360 Grad in allen Achsen bewegen. Ja, und dann habt ihr das GPS im Prinzip entsprechend konfiguriert und könnt nun draußen einen Testflug starten und das GPS halt testen. Viel Spaß dabei! Schaut doch mal in meine anderen Tutorials auf quadflyer.net. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video vielleicht auch bewertet oder einen Kommentar hinterlasst. Und ja, bis zum nächsten Mal!